Meiner Treu, rieche ich das deftige Aroma von Pâté? Nichts anderes, Herr de Perrac Perron. Die Zeit hat deine Sinne nicht getrübt, wie ich sehe. Setz dich doch. Es wäre uns eine Ehre. Und auch dein Begleiter. Doch weswegen liegt gar kein Duft nach Langustensuppe in der Luft? Es gibt heute leider keine Suppe. Weil die Langusten schade aus sind. Du hast es vielleicht noch nicht gehört. Aber ich habe nur eine Leiche gefangen. Im ersten Morgengrauen. Und der Himmel war blutrot. Genau wegen dieser Leiche sind wir hier. Der Mann, den du zu Tische batest, wurde von der allergnädigsten Herrin aus fernen Landen gerufen, auf dass er das Biest finde und töte. Wir luden zwei Männer zu Tisch. Und da Ritter de Perrac Perron eher das Temperament eines Hasen als das eines Hundes hat, nehme ich an, dass der Jäger wohl der andere ist. Mit wem haben wir das Vergnügen? Ich heiße Geralt. Wie bescheiden. Du kannst noch nicht lange mit Herrn de Perrac Perron herumziehen. Spar dir die schnöden Affronts. Geralt ist ein Meister des Hexerhandwerks. Er hat Fragen zum letzten Opfer des Biests. Ich habe die Leiche gefunden. Die Sonne war gerade aufgegangen, als ich erwachte und mich im Bett aufsetzte. Ich sah aus dem Fenster und der Himmel war rot wie Blut. Bitte, Geralt, frag was. Sonst sind wir im Winter noch hier. Nein. Ich muss die Leiche sehen. Weißt du, wo man sie hingebracht hat? Sie haben sie über den Fluss gefahren, auf einen Karren geladen und den Corvo Bianco in den Keller gebracht. Damit sie kühl liegt, weißt du? Was? Aber Corvo Bianco ist das Anwesen von Baron Rosset. Wenn der erfährt, dass sein Keller in eine Gruft verwandelt wurde, lässt er die Hunde von der Kette. Sein Weingut ist versteigert worden, während ihr im Norden waltet. Die ist sehr sass. Ich glaube, wir sollten folgen. Die Frau, die gerade gegangen ist, die habe ich noch nie gesehen. Ich habe sie auch nicht reinkommen sehen. Das muss Linice gewesen sein, die Tochter des Wirts. Aber warte mal, Geralt, das ist ja ein Skandal. Rossells Weingut wurde versteigert? Unerhört. Es ist kein Geheimnis, dass der Baron Spielschulden des über beide Ohren hatte. Nun war endlich Zahltag und seine Gläubiger haben sein Anwesen versteigert. Die herzogliche Kanzlei hat sie übrigens gekauft. Rossell wohnt jetzt bei seinem Bruder in Vicovaro. Ich habe Rossell gesagt, dass er nochmal die Rechnung kriegen wird. Wie lange kann man sich auf vergangenen Heldentaten ausruhen? Seine Gläubiger sind wohl zu dem Schluss gekommen, dass seine Versprechen nichts wert sind. So sind die Zeiten. Die Ritter von heute sind nur blasse Schatten im Vergleich zu den Helden von einst. Es stimmt, was man sagt. Die Götter haben das Biest geschickt, um uns zu strafen, dass wir von den alten Pfaden abgewichen sind. Natürlich. Danke für die Gastfreundschaft. Ich gehe jetzt den Leichnam untersuchen. Corvo Bianco ist nicht weit von hier, beim Turniergelände. Einfach der Straße nach, dann kommst du hin. Kommst du nicht mit? Ach so, du hast noch irgendwelche Verpflichtungen. Irgendwelche Verpflichtungen? Ha! Noch vor unserem Aufbruch nach Velen hat die allergnädigste Herrin mir die große Ehre erwiesen, mich heuer in den Palastgärten den Hasen spielen zu lassen. Du wirst dich kaputt lachen, wenn du mich im Kostüm siehst. Das wirft natürlich Fragen auf, aber ich fürchte, die Antwort ist eine lange, verwickelte Geschichte voller weitschweifiger Ausführungen über Geschichte und Tradition. Daher bis später, Mieton. Und viel Glück. Wir werden es schon noch sehen. So, wo ist die Dame, die uns beobachtet hat? Alles Wein und noch mehr Wein. Ich ziehe ja Brandy vor. Natürlich verschlossen. Eine verschlossene Gesellschaft. Die gnädige Herrin soll einfach nicht mal das Werkzeug haben. Männer sind nicht tapfer genug. Natürlich sind sie das. Aber Tapferkeit alleine reicht. Was hast du heute vor? Wein trinken und im Heu toben? Tja,
Normalerweise empfehle ich ja unsere berühmte Langustensuppe. Aber leider sind die Langusten aus. Ich könnte sie natürlich durch was anderes ersetzen. Barsch zum Beispiel. Langusten durch Barsch ersetzen? Ich bitte dich. Und was kommt als nächstes? Essig statt Wein? Petersilie statt Thymian? Nun, ihr Nordlinge seid ja ganz nett, aber von guter Küche habt ihr keine Ahnung. Zeig mir, was du anzubieten hast. Okay. Filettes vom Schwein. Okay, wir müssen hier mal ein bisschen was kaufen. Schokoladensoufflé. Aha. Wir kaufen ihn wieder leer. Camembert. Yummy. Fischtorte. Hühnerleberpaté. Gegrilltes Hühnerbrötchen. Ich nehme alles. Hasenpaté. Ziehmilch. Und die Croissant. Ratatouille. Nice. Baguette mit Camembert. Brötchen haben wir hier noch. Kräuterbrot. Sieht eher schimmelig aus, aber was soll es? Zwiebelsuppe. Bei Git haben wir hier noch Himbeersaft. Das behältst du mal. Seelen voller Wein. Gute Mode Boys. Ah, hier verschiedene Weine. Interessant. Den edelsten Wein nehmen wir natürlich mit. Ah, das behalt mal. Das haben wir wieder leer gekauft. Danke. Bis dann. Was hast du heute vor? Wein trinken und im Heu toben? Warum wir das Essen nicht mehr wirklich brauchen, weil wir Tränke haben. Schubidubidu, tamtadadari, schubidubidu. Nicht stehen bleiben. Okay. So, mit dem schönen Blick auf den Fluss würde ich mal sagen, mache ich eine kurze Streampause. Dann gehen wir nach Corvo Bianco und untersuchen die Leiche im Keller. Machen wir das. Erstmal hier an der Brücke eine Kurzpause. 6,5 Stunden später. Wow. Okay, so nachdem Geralt da den ganzen Tag an der Brücke gestanden hat, auf geht's. Bei Nacht kämpft sich eh besser gegen Monster. Einfach den ganzen Tag an der Brücke verbracht. Als wir die Pause gegangen sind, war's Tag. Ja, normalerweise mache ich. Ich muss mich beeilen. Normalerweise haue ich den. Portiere ich einfach das Spiel und haue da irgendwie. Oder was zwischen, damit die Zeit nicht vergeht, aber. Okay. Was haben wir hier? Okay. Verdammt. Der Mörder muss noch hier sein.
die Mördersammlung aus. Das muss im Keller sein. Oha. Das ist sehr sass. Was zum Henker? Man muss sehr stark sein, um sowas einzuschlagen. Fußspuren von kleinen, bloßen Füßen. Sie führen tiefer in den Keller. Immer den Leichenspuren folgen. Oha. Du, dich habe ich in der Taverne gesehen. Na, sehr toll. Warum hast du sie umgebracht? Wegen ihres Blutes sicher nicht. Und wegen solcher Szenen ist das Spiel Wahnsinn. Nacktkampf. Du irrst dich. Kampf gegen eine nackte, blutverschmierte Frau. Doch warum nicht? Ich kann dich nicht gehen lassen. Na toll. Wie entkommen wir ihr denn jetzt? Ich muss mal heilen. Schwer, wenn man sie nicht sieht. Achso. Verdammt. Zeig dich, verdammt. Da muss ich auf sie zorn, während sie sichtbar ist und schreit. Ruxa heißt sie. Das hat nicht sehr viel gebracht. Heilung wäre nicht schlecht. Den letzten Trank. Ich meine, wir haben sie schon zur Hälfte. Oha. Das ist schlecht. Sehen. Oh nein. Etwas essen.
einiges an Essen eingekauft. Oh, scheiße. Wie frisst uns noch beim lebendigen Leibe? Lebendigen Leibe? Das wir eingekauft haben. Die haben wir gleich. Da haben wir sie. Weicher. Sie hat die Leute getötet, um zum Leichnam zu gelangen. Aber was hat sie am Tisch gemacht? Eine neue Stufe. Das müssten wir doch. Drei Charakter, jetzt drei Punkte haben. Damit müssten wir doch jetzt. Hä? Was? So ist die Punktefreischaltung benötigt. Okay, verstehe nicht. Okay, das ist seltsam. Vielleicht. Ah, jetzt können wir das machen. So geht's da brauchen wir insgesamt. Ah, jetzt brauchen wir hier 18, deswegen, wir müssen auf die anderen leveln. Verstehe. Jetzt haben wir Marionette 2 von 3. Rüstungsschmelze. Die schon hier das noch mit drin. Haben wir hier noch Mutagene? Ja, haben wir. Mutant. Das habe ich schon mal gesehen, dass wir hier die Plätze füllen müssen. Zeichensystem plus 10 ist ganz besser. Ich würde da eher ein Rotes reinpacken. So machen wir das. Such die Leiche des Opfers, des Biesters. Wie war das bei den Quests? Da war irgendwas rot. Finde mit Hilfe der Hexe heraus, welches Monster die Wachen getötet hat. Oh, okay, jetzt haben wir verkackt, oder wie? Die haben sofort angegriffen, weil ich dachte. Das stinkt. Ich dachte, die war's. Wasserleiche. Beide Hände amputiert. Ich meine bei Körper gevierteilt, wie ich es mir dachte. Eine frische Tat ertappt. Die Leiche lag einige Zeit im Wasser. Der Kopf ist aufgedunsen und wurde angeknabbert. Er hat was im Hals. Was war doch wohl nicht der? Voll mit Münzen. Sie war wohl doch nicht das Monster. Nilfgaardische Florin aus verschiedenen Provinzen.
Wenn das der Mörder war, haben wir es mit einem vernunftbegabten Wesen zu tun. Die Leiche ist nach dem Tod zerteilt worden. Die Hiebe wurden mit großer Kraft ausgeführt, aber die Knochen wurden zerschnitten, nicht zerschlagen. Die Kreatur, die ihn getötet hat, muss ganz ehrlich sein. Scharf wie Hexer klingen. Zuerst hat sie dem Opfer ins Herz gestoßen. Das war keine Bruxa. Yep. Eine dritte Hand. Ersatzteil. Sie gehört eindeutig nicht zum Opfer. Die Wachen müssen sie mit eingesammelt haben. Noch warm. Wie kann das sein? Fließt das Blut noch? Es gibt diverse Monsterspezies, die sich regenerieren können, aber von abgetrennten Gliedmaßen habe ich das noch nicht gehört. Nicht mal, dass sie nach so langer Zeit noch so lebendig sein können. Ich sollte das Gewebe später genauer untersuchen. Vielleicht verrät es mir was. Also, jetzt haben wir eine lebende Hand im Inventar, sehr schön. Warum ist die Bruxa dann hergekommen und wollte die abgetrennte Hand holen? Wem gehört die Hand? Und warum zur Hölle ist sie noch warm? Was sollte die Börse im Hals des Opfers? Was bedeutet sie? Und warum wurde die Leiche zerteilt? Viele Fragen, bis jetzt keine Antworten. Ich muss mich über die anderen Opfer informieren. Palmerin soll mich zur Herzogin bringen. So gut Palmerin auf und bitte ihn nicht zur Herzogin zu bringen. Okay. Gehen wir zur Herzogin. Okay, hier findet das Turnier statt. Na, da bin ich ja gespannt. Alles in Ordnung. Ich kaufe, verkaufe, tausche. Oh, Potzblitz. Nur die Nase kratze ich dir nicht. Was haben wir hier? Niemand was verkaufen. Sollten wir vielleicht mal ins Stadion. Oder was auch immer das sein soll. Ich muss die Herzogin sprechen. Dringend. Also schön, ihr Schlingel. Die Geschichte ist aus. Geht zu euren Eltern. Aber Herr Palmerin, was ist mit der Geschichte von Riddick und dem Drachen? Die gibt es ein andermal. Aber seht euch den Mann gut an, der vor euch steht. Das ist Geralt von Riva, der meisterliche Hexer, dessen tapfere Hand beim Sieg über den Riesen Goliath half. Meister Hexer, stimmt es, dass die Tugend immer über das Böse siegt? Sagt er einfach half. Die Riesen habe ich im Alleingang getötet. Nicht immer. Mal so, mal so. Mal siegt die Tugend, mal behält das Böse die Oberhand. Es lohnt sich trotzdem gut zu sein. Wieso denn, wenn das nicht heißt, dass man gewinnt? Denk an Palmerins Geschichte. Ein anständiger Mensch zieht andere gute Leute an, auf die er sich verlassen kann. Ich glaube, die als Synchronstimme ist irgendwie abhanden gekommen. Und wen hättest du lieber zum Freund? Gute Leute! Ganz recht. So, genug jetzt mit den Fragen. Klingt irgendwie... Seit ein paar Minuten anders.
Die erlauchte Herrin ist zweifellos auf dem Turniergelände eingetroffen, um die Kämpfe in der Arena zu verfolgen. Wenn wir uns beeilen, können wir sie sprechen, ehe das Spektakel beginnt. Aha, da weint jemand. Jemand bei einem Gladiatorenkampf gestorben. Wer kämpft denn? Gladiatoren aus Nilfgaard? So ähnlich. Du wirst es ja sehen. Jemand hat gegen einen Glumar antreten, der nur ein paar Glöckchen am Schwanz hat, um ihn zu irritieren. Ja, und? Das ist ein Geschenk des Kaisers höchstpersönlich. Ihr solltet das Vieh nicht so quälen. Wie würde es dir gefallen, blinken und glöckchen am Hund in der Arena zu stehen? Du hast gemeint, einem Monster? Als Hexer? Ich töte Monster, die Menschen bedrohen. Ihr wollt ein Monster erniedrigen, um das Publikum zu unterhalten. Das bringt eine Stimmen sind doch irgendwie viel zu leise. Ich weiß nicht, was hier los ist mit den Einstellungen. Gehen wir. Dagegen gefangen genommenes Monster. Ich widme meinen bevorstehenden Sieg Ritter der schönen Vivienne. Ritter gegen Ungetüm. Es hat schon angefangen. Wir müssen bis nach dem Kampf warten. Ja. Ja. Für das Monster. Ich habe ein mieses Gefühl, eine Sache. So aus, als wäre ich hätte mal wieder für den richtigen gewettet. Ich habe mal wieder auf die richtigen gewettet. Das Monster hat gewonnen. Mhm.